Willkommen zurück beim Let's Play Grey Matter und wir haben jetzt hoffentlich wieder Erfolg auf ganzer Linie. In der Zwischenzeit, wo ihr hier auf Videos warten musstet, habe ich mich ja viel um Deponia gekümmert und jetzt auch heute wieder um ein paar andere Let's Plays. Aber jetzt ist es, wie gesagt, endlich wieder soweit. Grey Matter, wir sind bei Sam. Hier am letzten Teil haben wir jemanden ganz glücklich gemacht. Und bevor wir jetzt aber da reingehen, schaue ich mich hier aber im Laubtonne, okay, im Innenhof noch ein bisschen um. Eine Tonne mit brennendem Laub. Nur neues Autoleder riecht besser. Oder vielleicht Schokolade. Okay. Was auch immer. Was haben wir denn da? Was? Wie, die Dame? Was wollte die sagen? Hi. Schöner Tag heute. Zumindest für ein Sonnenbad. Gott sei Dank, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Die Langeweile hätte mich fast umgebracht. Ich bin Helena. Samantha, oder einfach Sam. Studierst du hier? Siehst nicht so aus. Klar studiere ich hier. Und du? Seit 2 grandiosen Wochen. Die schönste Zeit meines Lebens. Was macht der denn da im Vordergrund? Ach, sich hinsetzen, okay. Also, bevor du dich hier zu Tode langweilst, warum kommst du heute Abend nicht einfach mit mir mit? Wohin? Ich nehme an einem Psychologie-Experiment teil. Könnte amüsant werden, so in Richtung Dr. Seltsam. Ohne mich. Ich habe mit meinem Körper noch einiges vor. Und ich lasse sicher keinen sabbernden Doktor mit seinen gierigen Grabschwingern an mich ran. Es geht hier um Psychologie. Ich bin mir sicher, Dr. Stiles wird keine bleibenden Schäden verursachen. Ich habe kein Interesse. Was studierst du? Kunstgeschichte. Ist gar nicht mal so übel. Das Thema interessiert mich sogar. Vor allem Antiquitäten und Malerei. Deswegen hat Daddy mich hierher geschickt. Er meinte, wenn ich schon Geld ausgebe, dann soll ich wenigstens wissen, für was. Oh, das ist ja schräg. Kannst du laut sagen. Lust auf ein Glas Wodka-Soda? Ich kann in mein Zimmer gehen und noch ein Glas holen. Klingt verlockend, aber nein, danke. Vielleicht später. Wie du meinst. Jetzt hätten wir mal kostenlos saufen können und die sagt nee. Wo kommst du eigentlich her? Du klingst nicht so, als wärst du von hier. Gott bewahre. Ich komme aus einem winzig kleinen Land. Du würdest nicht einmal den Namen kennen. Nicht einmal den Namen? Luxemburg. Ja, das kannst du mir glauben. Kann es sein, dass du Oxford nicht wirklich magst? Boah, überhaupt nicht. Aber Daddy hat darauf bestanden. Er glaubt, dass ich hier keinen Blödsinn machen kann. Tja, ich dachte, dem werde ich's zeigen. Aber jetzt bin ich hier und er scheint wohl recht zu haben. Was für eine öde Gegend. Du siehst aus wie jemand, der gerne mal einen drauf macht. Wo gehst du immer hin? Hab noch keinen Laden gefunden, wo was los ist. Es sind hier hauptsächlich Pubs und irgendwelche Imbissbuden. Öde, wie du gesagt. Was ist? Also, eins muss man Oxford lassen. Es laufen ein paar knackige Kerle rum. Sie sind hier auf jeden Fall die Hauptattraktion. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Das ist Charles Eddington. Ich habe schon ein paar Mal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber der ist sowas von schüchtern. Könnte sogar noch Jungfrau sein. Meinst du? Charles Eddington ist auch bei dem Experiment heute Abend dabei. Du lügst. Tu ich nicht. Warum sollte er bei diesem Psycho-Experiment mitmachen? Keine Ahnung. Vielleicht braucht er das Geld oder er interessiert sich für Neurobiologie. Da musst du ihn schon selbst fragen. Ich bezweifle, dass Charles Eddington Geld braucht. Ich glaube sogar nicht einmal, dass du ihn kennst. Das werden wir schon sehen. Mhm, also ich muss ihn überreden, dass dann kommt sie auch mit. Sehr interessant. Also dann reden wir mal mit unserem Erfinder des Edding. Unser schwarzer Edding. Naja, wird mit TT geschrieben, okay. Macht's dir was aus, wenn ich dir Gesellschaft leiste? Ich warte auf einen Freund. Tja, also... Ja? Was war das denn jetzt für eine Antwort? Der scheint ja wirklich ganz schön verschlossen zu sein. Ich muss mir etwas einfallen lassen und eine sinnvolle Frage oder so stellen. Mit Smalltalk kommt man bei ihm nicht weit. Eine sinnvolle Frage? Den klopfe ich schon irgendwie weich. Ich muss ihn irgendwas fragen, um ihn aus der Reserve zu locken. Okay, halten wir das im Hintergrund. Wen haben wir da? Sie sieht aus wie eine Studentin vom Typ, schüchtern und unschuldig. Könnte klappen.
Helena wird gleich lernen, dass man sich nicht mit Sam Everett anlegen sollte. Okay, dann reden wir mal mit ihr da hinten. Angela. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich warte auf einen Anruf. Oh, natürlich nicht. Soll ich gehen? Auf keinen Fall. Du warst schließlich zuerst da. Genau. Ich mag deinen Akzent. Du bist aus Schottland, richtig? Ja, ich bin auf einer schottischen Insel aufgewachsen. Auf einer Insel? Hast du da keine Platzangst gehabt? Überhaupt nicht. Die Insel ist ziemlich groß. Ich konnte sie mit dem Fahrrad umrunden, aber das dauerte fast einen Tag. Und im Herbst, so wie jetzt, leuchtet dort das Laub so schön. Rot und golden, in allen Farben. Wenn man mit dem Fahrrad durch das Laub fährt, knackt und raschelt es. Oh Gott. Das schönste Geräusch der Welt. Von den Klippen sieht das Meer wie eine Herde Wildpferde aus. Mein Vater hat das immer gesagt. Klingt toll. So schön ist's bei mir leider nicht, also da, wo ich herkomme. Tut mir leid, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen. Ich muss sowieso noch das Kapitel zu Ende lesen. Ja, hört man doch in diesem deutschen, diesen schottischen Akzent. Das hört man doch wohl ganz offensichtlich. Ich habe die Party wohl verpasst. Hast du viele neue Leute kennengelernt? Oh, ich bin nur rausgegangen, um ein bisschen Sonne zu tanken. Ich bin kein Erstsemester. Also, ich heiße Sam. Samantha Everett. Angela Mulholland. Mulholland? Die haben alle Namen hier. Was hat dich nach Oxford verschlagen? Ich habe ein Stipendium bekommen. Du Glückspilz. Oh, mit Glück hat das nichts zu tun, sondern mit Schicksal. Weißt du, hin und wieder passieren Dinge, die wie ein Zeichen sind, dass man etwas anpacken soll. Manchmal scheint man nicht mal eine Wahl zu haben. Oh ja, ich glaube auch an Schicksal. Absolut. Absolut. Fährst du oft auf deine Insel? Klingt so, als würdest du deine Heimat vermissen. Ja, das stimmt. Hast du dort viele Verwandte? Oh ja, sehr viele. Irgendwie, die haben so lange Sprechpausen, kann das sein? Was studierst du? Krankenpflege? Du scheinst dir nicht ganz sicher zu sein. Ich habe schon ein paar Mal gewechselt, aber ich will auf jeden Fall irgendwas mit Medizin machen, weil ich Menschen helfen will. Und du? Ich? Ich studiere englische Literatur. Habe ich auch mal belegt. Ich kenne alle Professoren. Gibt es irgendwas, das du wissen willst? Im Moment nicht, danke. Aber falls doch irgendwann, komme ich gern auf dich zurück. Ja, jetzt frag sie doch wegen dem Experiment. Oh, Münztelefon. Wir haben aber keine Münzen, wetten. Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen kommen. Ich muss mir die Nummer notieren. Ja, dann mach das doch. Muss ich das jetzt machen, oder was? Dieses Münz... Okay. Gut, dann gehen wir mal hinein. Es gibt keinen Grund reinzugehen. Gut, hier draußen sind schon ein paar geeignete Opfer. Wir gehen nicht rein. Okay. Helena wird gleich... Helena wird... Na, nur rede doch auch. Ich kann nicht mit ihr reden. Angela scheint ziemlich leichtgläubig zu sein. Aber mit welchem Trick könnte ich sie reinlegen? Nicht das schon wieder. Anleitung. Ich glaube nicht, dass das hier passt. Ach, nein, du sollst einfach... Mit rechts war das, genau. Das Geheimnis ist verschlossen hinter mir. Den Trick mag ich. Macht in diesem Fall aber nicht wirklich Sinn. Zerstört und wieder reparierte Ring. Ich glaube nicht, dass... Teile und herrsche... Den Trick... Ich glaube nicht. Ich glaube... Der Trick bringt in diesem... Der Trick... Ich glaube nicht, dass das hier passt. Ich probiere jetzt einfach alle mal durch. Telefon, warte mal, Telefon. Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen kommen. Ich muss mir die Nummer notieren. Ja, dann mach es doch. Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen kommen. Ich muss mir die Nummer notieren. Ja. Münztelefon. Ja, und was ist mit der Telefonnummer da unten? 033.
Dieses... Ey, will die mich verflaxen hier, oder was? Dieses... Bild... Warte mal. 0... 3, 3. Ach, und das ist genau in der Mitte. So kann ich es nicht sehen. Gut, abbrechen, abbrechen. Nachricht der Assistentin. Taschenmesser, Zauberbuch. Streichhölzer. Ja. Jetzt notiere ich mir das mal auf meinem Telefon. Das ist die 0 33 500 ne 5000. Oder soll das eine 9 sein? Die 130 müsste das sein. So, und jetzt 0 33 1 2 3 und die 130. Diese Nummer ist nicht mehr gültig. Bitte überprüfen Sie die gewählte Rufnummer und versuchen Sie es erneut. Okay. 033 500 930. Diese Nummer ist nicht mehr gültig. Ach, rutsch mir doch einen Buckel runter. Dieses... Das ist, wenn wir das Zauberbuch hier mit... Sagt die Zukunft vorher, sieh dir ein Telefon an und behaupte, dass es gleich klingeln wird. Und lasst es wirklich klingeln. Dieser Trick beeindruckt Fremde, vor allem, wenn sie dazu neigen, an das Übernatürlichste zu glauben. Zuerst benötigst du die Telefonnummer des Telefons, das klingeln soll. Wenn du auf einer Party oder einem Restaurant bist, begib dich unauffällig zum Telefon und merke dir die Nummer. Speichere diese Nummer so in deinem Handy, dass du sie später mit einem Tastendruck wählen kannst. Lass dich dabei nicht beobachten. Schalte auf deinem Handy die Tastentöne aus, damit niemand etwas hören kann. Platziere das Handy in deiner linken Hand. Lenke das Publikum ab, indem du dir das Telefon ansiehst und das Telefon wird gleich klingeln sagst. Manipuliere die Wähltaste des Handys. Sobald das Zieltelefon klingelt, geh ran. Lasse unterwegs das Handy in deinem linken Ärmel verschwinden. Dann kannst du ein beeindruckendes Telefongespräch führen oder einfach falsch verbunden sagen. Gut, also dann haben wir uns die Telefonnummer jetzt gemerkt. Dann hat sie das nur so gesagt, dass sie es uns merken müssen. Dieses Münztelefon könnte... Dieses... Mann. Vielleicht so. 033. Aber ich habe mir die Nummer doch aufgeschrieben. Wieso ist die denn nicht mehr gültig? Diese Nummer ist nicht mehr gültig. Null drei drei Strich 5 0 0 1 2 3 3 Nullen, also 5000 und die 130. So. Dieses Münster. Aber? Ey, es kann ja nicht eine sein. Junge Frau, die alleine. Ja, ja. Nachricht für Assistenten, Handy. Ah, warte mal. Das vielleicht? Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen. Vielleicht mit dem jetzt so. Ne, da guckt sie sich es wieder an. So, ich habe die Nummer im Handy gespeichert. Wenn ich auf Wählen drücke, rufe ich auf dem Münztelefon an. Also doch. Ich muss mein Handy richtig einstellen, bevor ich den Trick durchziehen kann. So, und wie? Menü. Kontakte. Dr. Styles, Dread Hill, Doktor, Münztelefon. Im Moment wüsste ich niemanden, den ich anrufen könnte. Ich bin immer noch dabei, 6 verlorene Schafe zusammenzutrommeln. Ja, das wissen wir. Zurück. Menü. Einstellungen, Tastentöne an. Ah. Auswahl aus. Zurück.
das Telefon. Nee, das ist ich. Okay. Ich dachte, ich könnte mir das irgendwie auf eine Kurzwahl legen oder so. So, dann. Aha. Also platziere dein Handy in der linken Hand. Platziere ein Handy links. So, warte mal. Man hat mir gesagt, das ist total einfach. Man muss im Prinzip einfach nur stupide das machen, was da steht. Und genau das probiere ich jetzt auch. Also, zuerst benötigst du die... Platziere das Handy in deiner linken Hand. Lenke das Publikum ab, indem du dir das Telefon ansiehst und das Telefon wird gleich klingeln, sagst. Nein! Och. Mann. Du drückst hier einmal eine falsche Taste. Und schon bist du komplett draußen, ey. Das ist doch zum Kotzen. Boah. So, linke Hand. Ablenken. Lenke das Publikum ab. Manipuliere die Wähltasten des Handys. So, wie... Linkes Objekt manipulieren. Manipuliere Handy in Hand links. Sobald das Zieltelefon klingelt, gehe ran. Lasse unterwegs das Handy in deinem linken Ärmel verschwinden. Bah. Ich glaube, das Telefon klingelt gleich. Ich spüre es. Hallo? Sam Everett hier. Super. Vielen Dank und bis heute Abend. Woher wusstest du, dass das Telefon klingeln wird? Oh, ich spüre da ein leichtes Stechen, kurz bevor irgendwas Wichtiges passiert. Aber... Das war der Anruf, auf den ich gewartet habe. Es geht um dieses aufregende Forschungsexperiment. Jeder in Oxford, der davon erfährt, will mitmachen. Zum Glück wissen nicht viele Bescheid. Und gut bezahlt ist der Job auch. Das freut mich für dich. Aber hast du wirklich immer diese Vorahnungen? Nicht immer. Nur dann, wenn es ein Zeichen des Schicksals ist, so wie du es gesagt hast. Dieses Experiment wird übrigens von einem bekannten Neurobiologen durchgeführt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, irgendwann in Richtung Medizin zu gehen. Deswegen wollte ich mal bei so einem Experiment mit dabei sein. Na? Angela? Ein bekannter Neurobiologe? Wie heißt er? Er ist Professor und heißt, Dr. Stiles. Er ist echt beeindruckend und weltbekannt. Es gibt da ein paar dumme Gerüchte über ihn, aber die sind sowas von daneben. Wie auch immer, das ist ein wichtiges Forschungsprojekt, bei dem man viel dazulernen kann. Vor allem, wenn man in Richtung Medizin gehen will, verstehst du? Es kann gut sein, dass sie noch einen Freiwilligen brauchen. Wenn du willst, kannst du mitmachen. Das wäre doch lustig. Meinst du wirklich? Klar, gleich heute Abend, wenn du willst. Ist der erste Tag des Experiments. Bist du sicher? Musst du nicht erst dort anrufen und fragen? Nein, Dr. Stiles meinte, er braucht noch ein paar Freiwillige. Ich rufe an und sage Bescheid, dass du kommst. Danke, Sam. Dann sehen wir uns heute Abend. Gerne. Ja, aber die weiß doch gar nicht, wo das ist. Okay, auf jeden Fall ein Strichlein mehr auf der Liste. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie man den hier vorne dazu kriegt. Vielleicht auch mit einem Zaubertrick? Vielleicht redet er jetzt nochmal mit uns? Den klopfe ich schon irgendwie weich. Nein. Ich muss ihn irgendwas fragen, um ihn aus der Reserve zu locken. Tja, jetzt ist die Frage, gibt es hier noch irgendwas zum Weitermachen oder sind wir hier wirklich an einem Punkt, wo es hier nichts mehr gibt? Wir gehen mal wieder zur Bushaltestelle. Wo wollen wir denn hin? Zentrum von Oxford, würde ich sagen. Aber da war eigentlich auch jetzt nicht wirklich was, was wir... was uns weiterbringt. Ja. Jetzt sind wir hier wieder.
Oh, ich habe gerade was echt im Auge. Ey, was ist denn los jetzt? So, was habe ich eigentlich hier gebraucht, um hier reinzukommen? Er ist für die Sicherheit auf dem Campus zuständig. Interessanter Hut übrigens. Ach, da habe ich, glaube ich, irgendwo eine Einladung oder so gebraucht. Der Laden war geschlossen. Der Pub heißt Windy Dog. Ungewöhnlicher Name. Ich könnte versuchen, an dem Wachmann vorbeizukommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das wirklich wert ist. Tja. Alles klar. Ein Alice im Wunderland-Souvenirladen? Nicht gerade mein Ding. Tja, jetzt ist die Frage, wo es hier weitergeht. Da gibt es eigentlich nur, ja, den Zauberladen. Klingeling. Hallo, Mephistopheles. Miss Everett. Freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Ach, ich kann gar nicht mich mit ihm unterhalten. Das ist ja hervorragend. Man hat so viel über das Spiel gesagt, ey, es ist so klasse und so aufregend und so atmosphärisch und Wahnsinn und wow und dies und das. Aber irgendwie ist es im Moment für mich... Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist irgendwie, hier fehlt irgendwie so der Pfeffer im Ganzen. Ja, diese lahmarschigen Bewegungen. Lass uns mal überlegen. Dann müssen wir wohl nochmal zurück zum Dings hier. Zum, ne? Wo können wir denn jetzt hier? Da. Bushaltestelle. Mann, Sam, entscheide dich doch mal. Laufen oder gehen? Tja, oder nochmal zurück zum Anwesen. Oliver Sacks hat 1861 als erster die Zusammenhänge zwischen Geist und Gehirn erforscht. Denk daran, dass du an Schauplätzen auf der Oxford... Ja. Jetzt rein... Es gibt keinen Grund reinzugehen. Hier draußen sind schon ein paar geeignete Opfer. Helena wird gleich lernen, dass man sich nicht mit Sam... Tja... Sollte die eigentlich nehmen, aber macht sie nicht. Okay. Flugzettel für Erstsemesterparty. Kann das mal zeigen? Den klopfe ich schon irgendwie wach. Den klopfe ich schon irgendwie. Vielleicht Handynummern tauschen. Ach nein. Klopfe ich schon irgendwann. Ein gutes Kartendeck. Unverzichtbar. Man muss immer dran denken, die rechte Maus das zu drücken. Ich drücke immer die linke. Den klopfe ich schon irgendwie weich. Ich muss ihn... Den klopfe ich... Ja. Tja... Ich habe keine Ahnung mehr, Freunde. Ehrlich nicht. Ist mir jetzt zu hoch hier. Mit dem komme ich nie weiter. Mit ihr will sie nicht reden. Jetzt brauchen wir wieder 3 Jahre, bis das Ding hier lädt. Na doch nicht. Im Hinterhof war nichts mehr. Da. Laufen gehen. Laufen gehen. Also. Das war ein... Jetzt wollte ich es wieder lesen. Und diese... Entweder sind sie da oder sie sind nicht da. So, geh mal weg hier. Die Haushälterin, vielleicht kann die mir helfen. Erste Bibliothek, Opfer.
Mrs. Doubtfire. Sie macht einen sehr netten Eindruck, aber man kann nie wissen. Gut, mit ihr will sie sich auch nicht unterhalten. Ach, Mann. Wo ging es jetzt hier raus? Da. Wie geht's an unserem Hasi? Ah, ist genau, aber immer noch an der Möhre rüber. Wie süß. Hey, sieht ganz so aus, als würden wir hier noch eine Weile bleiben. Das würde dir doch gefallen, oder? Wünsch mir Glück, Hoppel. Ja, ist ja gut. Hoppel? Ich weiß, du hasst es, wenn ich dich so nenne. Hoppel? Okay. Rucksack, ist ja noch was im Rucksack? Da war noch was drin, aber das wollte sie nicht mitnehmen. Ich bin fast durch. Ziemlich düster und genau nach meinem Geschmack. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt mit mir herumschleppen. Ja. Ein Brief vom Jugendamt damals in Virginia. Den muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ein Handtuch ist das über alle Maßen nützlichste, was ein Anhalter besitzen kann. Das Bild. Ach, das jetzt nimmst du es mit? Oder? Hö, was macht sie? Ach, sie stellt's auf. So, jetzt ist es doch fast wie zu Hause, oder? Ich habe gerade keinen Durst. Houdini muss diese Pflanze für einen überdimensionalen Salat gehalten haben. Gut. Vielleicht ins Bett gehen? Ich würde einiges auf mich nehmen, um dieses Bett zu behalten. Schließlich habe ich oft genug auf dem Boden oder in Autos geschlafen. Tja, Freunde, dann nützt es wohl wirklich überhaupt nicht mehr, jetzt hier weiterzumachen. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich glaube, der Teil ist eh lange genug. Und dann werde ich mich wieder ans Rendern setzen, dass heute noch alle Teile von allen Let's Plays online kommen. Und dann sehen wir uns hier natürlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, NRWBoy18. Adieu.